Hallo, mein lieber Steinbock, mein Name ist Siu und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Hier kommt dein Zeichen vom Universum. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Steinbock. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Allgemeine Informationen zu meinen Legungen findest du zu Beginn des Videos. Drücke hierfür einfach auf Pause und erhöhe die Bildqualität, wenn der Text bei dir unscharf sein sollte. Und um ein gutes Gesamtbild zu erhalten, schau dir auch gerne die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond an. Wann welche Legung erscheint, das findest du wie immer unten im Infotext. Ja, mein lieber Steinbock, starten wir in deine Legung. Ja, hier tut sich ja so einiges, wie ich sehe, sehe ich auch, es geht hier um eine Veränderung oder vielleicht auch mehrere Veränderungen. Zuerst verschaffen wir uns aber mal einen Überblick und starten hier in der Ausgangssituation. Da sehe ich eine gedrückte Stimmung bezüglich einer Herzensangelegenheit. Achtung, das muss jetzt nicht zwingend die Liebe betreffen, das kann natürlich auch sein. Ich sehe das hier mehr in Verbindung mit einem Lebenstraum, mit der Bestimmung, der Berufung. Ja, etwas in diese Richtung, etwas, das dir am Herzen liegt. Natürlich kann das auch eine zwischenmenschliche Angelegenheit sein, aber wie gesagt, für die meisten nehme ich das hier eher für etwas wahr, ja, das einen direkt selbst betrifft, ja, etwas, das man machen kann oder machen möchte. Und ich sehe hier eben auch, es geht in dieser Legung unter anderem auch darum, ja, diesen Stillstand hier aufzulösen, ja, hier eine, denke ich, eine Herausforderung auch zu überwinden. Und wenn wir jetzt hier auf deine Ebene gehen, dann zeigt sich hier gleich zweimal, dass hier irgendetwas abgeschlossen werden soll. Und das sehe ich für viele in Verbindung, ja, mit bestehenden Routinen, Strukturen, die Macht der Gewohnheit, ja, aus dem Gewohnten ausbrechen. Das ist etwas, das dich tendenziell bereits bewusst beschäftigt, ja, also das hier etwas, dass sich hier etwas ändern soll. Für manche zeigt sich hier schon auch noch ein gewisses Fragezeichen. Manche wissen hier aber allerdings schon ganz genau, was das hier ist, was losgelassen werden möchte oder was sich hier verändern soll. Manche spüren hier einfach auch, hier ist irgendwie zu viel und man möchte sich von etwas befreien. Und da ist es sehr, sehr gut möglich, mein lieber Steinbock, wenn dir das jetzt noch nicht so klar ist, ja, dass dir das in den nächsten wenigen Stunden bis Tagen plötzlich bewusst wird, um was es hier geht. Wir gehen jetzt noch in die Außenschau. Wir schauen ja auch immer einmal von außen auf deine Situation, um uns einen guten Gesamtüberblick zu verschaffen. Und auch hier zeigt sich ein Ende, das Ende eines Zyklus oder eines Abschnittes. Und das, was ich hier sehe, ist ein Thema, das mit einer Kränkung zu tun hat, ja, oder einer zwischenmenschlichen Enttäuschung. Das bahnt sich hier an. Also man kann hier mit einem zwischenmenschlichen Thema abschließen. Das könnte jetzt eine Versöhnung sein, das könnte eine Neuausrichtung sein. Bei manchen kann es hier vielleicht auch darum gehen, ja, dass hier vielleicht ein Kontakt aufgelöst wird, ja, dass man sich hier voneinander entfernt oder dass man sich distanziert. Das ist dir allerdings schon bewusst, ja, um welchen Kontakt es hier geht, wenn das hier das Thema ist. Ja, aber bevor man einen Kontakt abbricht, wie immer der Hinweis, ja, das sollte man jetzt nicht basierend auf einer Kartenlegung machen und das sollte man sich wirklich immer sehr, sehr gut überlegen. Ich lese hier nur heraus, was sich hier zeigt. An sich sehe ich es für den Großteil tatsächlich mehr in Verbindung mit einer zwischenmenschlichen Angelegenheit, die hier geklärt werden kann. Ja? Also irgendetwas geht in eine Klärung und kann abgehakt werden. Also für die meisten geht es ja tatsächlich darum, dass eine Verbindung hier
einen Heilungsprozess durchleben soll, ja, wo man hier wieder zueinander findet und ein Thema endlich abgehakt werden kann. Wir schauen jetzt mal in die Blockaden, die sich hier zeigen. Was ist herausfordernd? Was ist blockiert? Beziehungsweise was blockiert hier dein Vorankommen? Da gehen wir jetzt gleich auf deine Ebene, mein lieber Steinbock. Und hier geht es um eine Last und eine, ja, oder eine Belastung. Das ist hier das Thema, das sich auch zu Beginn der Legung schon gezeigt hat. Manche fühlen sich hier gerade sehr gefangen im Alltag, ja, oder in bestehenden Routinen, bestehenden Strukturen. Es geht hier darum, dass hier etwas, ja, dass man hier aus etwas ausbrechen darf, dass hier etwas neu definiert werden darf, aktualisiert werden darf. Und ich habe hier auch das Gefühl, dass es nur aus dem jetzigen Blickwinkel sehr aufwendig wirkt oder dass man aktuell einfach den Eindruck hat, das ist sehr schwer, hier etwas zu bewegen, zu verändern. Und das, was ich hier auch wahrnehme, ist, es geht im Großen und Ganzen darum, dass sich hier grundlegend etwas verändern darf. Und dass es dafür auch wichtig ist, dass man von außen auf die Situation blickt oder von oben auf die Situation blickt. Hier zeigt sich auch wieder ganz stark das Thema Glaubenssätze. Ja, also da würde ich dir empfehlen, dass du dir hier vielleicht ein bisschen Zeit nimmst, darüber zu reflektieren. Was sind so die Sätze, die Aussagen, die dir im Kopf herumschwirren, die diese Situation betreffen? Ja, wo es sich für dich so anzeigt, als könntest du oder es könnte man diese Situation hier nicht verändern, denn da trügt der Schein, mein lieber Steinbock, man kann hier etwas verändern. Und wichtig ist für dich auch, ja, hier von irgendeiner Überzeugung loszulassen. Schauen wir mal weiter. Das ist auch sehr spannend, da zeigt sich eine Person, die sich auf dich zubewegt. Das ist hier mehr eine temporäre Blockade, mein lieber Steinbock. Und diese Person kann durchaus ein bisschen aufdringlich sein, ja, also lass es mal auf dich zukommen, wer das ist. Diese Person kann bereits bekannt sein, kann aber auch ein neuer Kontakt sein. Und das, was sich hier auch zeigt, ist der Erfolg. Also, und wenn diese Erfolgskarte fällt, ja, dann ist es üblicherweise so oder in sehr, sehr vielen Fällen, dass man sich hier aktuell in einer dieser Talsohlen befindet, ja, wo man hier vielleicht das Glück hat, ja, wo man hier vielleicht das Gefühl hat, es geht jetzt nur noch bergab oder irgendwie geht es hier irgendwann wieder bergauf. Und diese Karte bezeichnet auch einen Wendepunkt, der in Verbindung mit dieser Person steht. Und das sehe ich hier ganz klar in Verbindung mit der Ausgangssituation, ja, wo sich hier diese gedrückte Stimmung zeigt bezüglich einer Herzensangelegenheit. Ja, und da sehe ich, da geht es darum, dass sich hier plötzlich etwas verändern soll. Ja, und was hier auch wichtig ist zu beachten, mein lieber Steinbock, Erfolg zeigt sich in Wellen oder kommt in Wellen. Bei dir geht der Trend insgesamt bergauf, aber es ist ganz normal, dass es mal bergauf geht und mal wieder bergab geht. Und hier dürfte der Wendepunkt wirklich sehr, sehr kurz bevorstehen. Wir gehen jetzt noch auf die zwischenmenschliche Ebene. Wir schauen uns ja immer eine Blockade an, die ganz konkret mit anderen Personen oder einer bestimmten Person zu tun hat. Die anderen beiden Positionen lasse ich diesbezüglich ja immer offen. Und hier haben wir im Prinzip ja dieselbe Meldung wie hier auf der zentralen Ebene. Hier zeigt sich das Glück. Für manche geht es ja auch um etwas Finanzielles, ja. Also könnte das eben deine Bestimmung, deine Berufung, vielleicht auch etwas Berufliches betreffen oder eine finanzielle Angelegenheit. Es kann hier aber auch ganz allgemein um etwas gehen, das für dich persönlich sehr, sehr wertvoll ist. Und auch hier haben wir eine Veränderung, die sich hier zeigt. Ja, das könnte sehr plötzlich kommen. Vielleicht fühlst du dich im ersten Moment ein bisschen, ja, wie man so schön sagt, überrumpelt. Ja, also kann sehr überraschend
überraschend sein, ja, und kann auch sehr schnell vollzogen werden. Das Universum möchte dich ja lediglich darauf vorbereiten. Diese Veränderung ist gut, ja, also das ist etwas sehr, sehr Schönes. Manche wissen hier vielleicht auch schon, um was es hier gehen könnte. Und was diese Person hier betrifft, ja, da sehe ich auch für eine bestimmte Gruppe, dass hier bereits ein Termin feststeht, ja, und dass hier einfach angekündigt wird, dass was hier vielleicht eben besprochen wird, das steht unter einem sehr, sehr günstigen Stern. Schauen wir jetzt in die Lösungsimpulse vom Universum, was du hier tun kannst, um deine Situation zu verbessern. Bleiben wir gleich auf der zwischenmenschlichen Ebene. Hier zeigt sich ein Anfang, ja, etwas Neues. In Verbindung mit einer anderen Person, ja, also vielleicht durch eine andere Person oder gemeinsam mit einer anderen Person, und ich sehe hier ganz klar Lampenfieber. Ja, also du hast hier ein bisschen Respekt vor diesem Anfang und das Universum sagt, öffne dich diesem Anfang, der sich hier zeigt. Und da habe ich das Gefühl, das hat hier auch mit diesem Blockadenblock zu tun. Ja, also das ist etwas Gutes, was hier auf dich zukommt. Was ich hier schon auch sehe, ist ja, dass du hier noch nicht so recht weißt, ja, wie sich das Ganze entwickeln wird, weil die Null schon auch ein Hinweis dafür ist, dass hier einiges noch unbekannt ist oder unklar ist, vielleicht auch noch nicht geklärt ist. Da geht es dann in weiterer Folge natürlich auch darum, dass hier vielleicht bestimmte Teilziele gesteckt werden, beziehungsweise dass man sich auf bestimmte Details konzentriert. Schauen wir mal weiter. Das Universum zeigt mir hier auch, etwas soll gemeistert werden. Also ich sehe hier schon auch ganz klar die 11 im Vordergrund. Es geht hier um etwas Wichtiges. Also das dürfte hier eben auch diese Angelegenheit betreffen, wo sich hier aktuell noch ein bisschen eine gedrückte Stimmung zeigt. Das Universum sagt, es ist jetzt für dich wichtig, dass du dich mit deinen Möglichkeiten auseinandersetzt. Beziehungsweise für manche geht es hier auch um ein ganz klares Ziel, das man verfolgt. Und das Universum sagt hier auch ganz klar, da hast du verschiedene Möglichkeiten. Und für dich ist es aktuell sehr wichtig, dass du dich damit auseinandersetzt. Denn dadurch verschaffst du dir auch selbst Sicherheit. Denn wenn du einen Weg einschlägst und beispielsweise sich irgendeine Hürde oder eine Sackgasse auftut, hast du hier natürlich noch die anderen Möglichkeiten oder Alternativen, die dazu führen, dass du da wesentlich flexibler bist und einen wesentlich besseren Überblick hast. Ja? Natürlich zeigen sich immer wieder Herausforderungen oder dergleichen. Das gehört einfach dazu, mein lieber Steinbock. Aber hier kann es durchaus auch sein, dass du hier dann erkennst, okay, diese Herausforderung muss man sich beispielsweise nicht stellen oder es gibt einen einfacheren Weg, ja, oder man stellt sich hier wesentlich entspannter bestimmten Herausforderungen, weil man hier auch weiß, wenn das nicht funktioniert, dann gibt es auch eine andere Möglichkeit. Und das ist hier ganz besonders wichtig. Da wir hier, so wie ich das sehe, auch sehr viele Zahlen im Bild haben, also hier zeigen sich wirklich einige Zahlen, ist es hier auch sehr wahrscheinlich, dass viele aktuell Synchronizitäten wahrnehmen, ja, also doppelt oder dreifach Zahlen, bestimmte Uhrzeiten oder dergleichen. Wenn sich eine bestimmte Kombination bei dir häufiger zeigt, dann empfehle ich dir mal nachzulesen, ja, wie das gedeutet wird. Da gibt es verschiedene Portale online, ja, also die da sehr ausführlich darauf eingehen. Behalte im Hinterkopf, worum es sich bei dir gerade dreht, denn da kann es durchaus sein, dass du hier sehr gut Impulse bekommst für deine individuelle Situation. Gehen wir jetzt noch auf deine Ebene. Und da sehe ich, also es geht darum, etwas zu starten, etwas real zu machen, umzusetzen. Für viele hier auch wieder das Thema Lebenstraum, Bestimmung, Berufung, Lebenssinn, vielleicht auch ein Talent, das endlich ausgelebt werden möchte. Das Universum sagt, die Zeit ist reif, mein lieber Steinbock, lass dich darauf ein
Und das ist hier ein ganz entscheidender Punkt, um diese Blockade hier zu lösen, wo es um diese Belastung geht, die sich hier zeigt. Ja, und die Antwort ist in dir, das sehe ich auch. Du wirst hier irgendetwas erkennen, das dich selbst betrifft, wo du dich selbst dann auch sehr gut befreien kannst oder entlasten kannst. Und das kann durchaus einfach auch mit den eigenen Gedanken zusammenhängen. Lass es auf dich zukommen. Ich sehe hier in Verbindung mit dieser Angelegenheit, wo das Universum sagt, lass dich drauf ein. Also wir haben hier ja auch den Stab Einsen stehen, auch für einen Anfang. Und auch hier zeigt sich das. Da sehe ich, dass sich hier noch eine weitere Person zeigt. Das kann jetzt eben die Person sein, die wir hier in den Blockaden schon gesehen haben, kann aber natürlich auch eine andere Person aus deinem Umfeld sein, ja. Also vielleicht, wenn vorhanden, der eigene Partner, die eigene Partnerin, jemand aus dem Freundeskreis, jemand, mit dem du zusammenarbeitest oder vielleicht auch jemand aus deiner Familie. Wichtig ist, sich in grundlegenden Punkten einig zu sein, aber man muss nicht überall einer Meinung sein. Ja, da geht es um wichtige Kernthemen. Das wird mir hier gezeigt. Und dann parallel dazu sehe ich auch, es gibt hier auch, also das dürfte hier, das betrifft hier eben das, wo man nicht einer Meinung sein muss. Da sehe ich auch, es geht für dich auch um einen Streckenabschnitt oder um bestimmte Teile dieses Traumes, wo es darum geht, dass das in deinen Händen liegt, ja, oder da kann es eben auch sein, dass du dich hier bei bestimmten Themen unverstanden fühlst. Das kann auch temporär sein, mein lieber Steinbock. Wichtig ist, ja, dass du an deine Sache glaubst, dass du davon überzeugt bist, ja, das ist entscheidend. Also ich sehr interessant, was uns hier gezeigt wird. In bestimmten Punkten ist es aber eben wichtig, dass du dir mit deinem Gegenüber hier einig bist. Und dann gibt es eben das, was einfach dich betrifft. Und das, denke ich, hat hier eben auch mit diesem Thema zu tun, also wirklich auch zu starten, sich dem zu stellen und hier loszulegen. Und für manche geht es ja zusätzlich auch darum, dass du dich hier in zu vielen zwischenmenschlichen Angelegenheiten gefangen fühlst, dass es hier für dich darum geht, ein bisschen mehr Freiraum, ja, dafür zu schaffen, was du hier machen möchtest, ja. Also das sehe ich hier auch ganz klar. Ja, wirklich sehr, sehr spannend. Da schauen wir jetzt natürlich noch in die Tendenz, also was hier höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zukommen könnte. Gehen wir zuerst auf die zwischenmenschliche Ebene. Also da zeigt sich jetzt das Thema in der Außenschau. Das ist also eine Energie, die sich auf dich zubewegt. Auch hier wieder der Hinweis, hier kann etwas im Umfeld abgeschlossen werden, beendet werden, ja, ad acta gelegt werden. Das nehme ich hier auch wahr. Und das sehen wir eben auch, also wirklich interessant. Was wir hier haben, das sehen wir eben auch, da geht es um ein Thema, ja, wo du dich gekränkt fühlst oder wo dich jemand auch gekränkt hat, vielleicht eben auch irgendetwas, vielleicht auch etwas Respektloses gesagt hat, ja, etwas dergleichen. Das kann auch ein ganz altes Thema sein, das habe ich vorhin noch gar nicht gesagt, denn diese Karte ist auch unter anderem ein Hinweis dafür, dass sich hier vielleicht Themen aus der Kindheit oder der Jugend zeigen, ganz prägende Ereignisse, und da ist es durchaus möglich, dass du mit einem ganz alten Thema endlich abschließen kannst. Und was sich hier eben auch zeigt, ist hier eine Kettenreaktion im Umfeld, die dadurch ausgelöst wird, ja, dadurch, dass du dieses Thema endlich abschließen kannst. Und da zeigen sich dann einige Ereignisse, die sich auf dich zubewegen, ja, das erstreckt sich aber über einen sehr weiten Zeitraum, ja, so das sehe ich hier schon. Das sehe ich hier schon im Bereich der nächsten Jahre, wo sich hier verschiedene Ereignisse zeigen. Also nicht erst in ein paar Jahren, sondern über ein paar Jahre, also mindestens ein paar Jahre, wo sich hier einiges ergeben soll. Einfach auch, weil hier dieses Thema endlich abgeschlossen werden kann.
Gehen wir mal auf deine Ebene. Da sehe ich, dir wird etwas gegeben, ja, also vielleicht eben, also es kann tatsächlich auch mit den Finanzen zu tun haben. Das kann auch ein wertvoller Hinweis sein, eine wertvolle Information, ja, und dafür ist es eben auch erforderlich, dass hier irgendetwas geklärt wird oder sortiert wird, ja, also eben dieses Einigwerden mit dieser bestimmten Person. Vielleicht ist es bei manchen auch so, dass das mehrere Personen sind. Ich sehe es für die meisten aber so, dass es um eine Person geht und eben auch dieses Thema, das dich betrifft. Da sehe ich, wenn du dich dem stellst, ja, also das, was, wo sich hier vielleicht auch ein bisschen Unverständnis zeigt, da sehe ich, dass hier relativ rasch, ja, etwas entsteht im Zwischenmenschlichen. Ich kann hier nicht ausmachen, wer diese Person ist. Das kann eben auch ein neuer Kontakt sein, kann auch ein bestehender Kontakt sein. Das kann eben auch die Person sein, die sich hier im Bild der Karten zeigt. Das, was ich hier einfach sehe, ist, das ist etwas Gutes, das wird dir weiterhelfen und das bewegt sich auch auf dich zu. Lass es auf dich zukommen, mein lieber Steinbock. Wir gehen jetzt noch auf die zentrale Ebene und das sehe ich, ja, dass diese Blockade hier gelöst ist. Hierfür ist es aber vorbereitend auch wichtig, dass du dich mit deinen Möglichkeiten auseinandersetzt, mit bestimmten Alternativen beispielsweise oder dergleichen. Und da sehe ich einen wichtigen Einfluss, der sich hier zeigt. Also das ist ja ganz eindeutig diese Person. Und da zeigt sich eine Erleichterung. Also irgendeine herausfordernde Situation gibt es hier offenbar aktuell, also die dürfte auch bekannt sein, die gilt es zu meistern, die soll auch gemeistert werden und ich sehe hier, durch den Kontakt mit dieser Person kann das Ganze sogar beschleunigt werden. Es ist schon ein Aufwand notwendig, ja, also das möchte ich nicht kleinreden, aber es geht schneller und leichter, also vielleicht eben auch eine kleine Abkürzung, die dir hier gezeigt wird und dann soll sich die Lage insgesamt, was das hier betrifft, aktuell entspannen. Ja, und du bist hier auf einer im übertragenen Sinne höheren Stufe gelandet. Ja, eine wirklich spannende Legung, mein lieber Steinbock. Wir kommen jetzt aber zum Abschlussritual und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du über neue Legungen informiert werden möchtest. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich. Glaub an dich. Möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen.